Herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Ausgabe Accessoire des Monats. Heute geht es um den Stimmschlüssel. Wir wollen uns heute mal ein bisschen damit beschäftigen, wie man Trommelfelle so stimmt und welche Besonderheiten es da bei den unterschiedlichen Trommeln gibt. Deshalb haben wir jetzt drei verschiedene Arten von Trommeln aufgebaut. Einmal eine große Trommel, eine kleine Trommel und zwei unterschiedlich große Tom-Toms. Alle diese Instrumente haben ihre eigenen Charakteristiken und bedienen auch verschiedene Funktionen im Orchester oder im Solobereich, im Kammermusikbereich oder im Ensemblebereich und müssen je nach Stil auch ein bisschen unterschiedlich gestimmt werden. Außerdem hat jeder Schlagzeuger, jede Schlagzeugerin ihre und seine eigenen Präferenzen, welchen Klang sie bevorzugen. Deshalb kann es heute wieder nur darum gehen, sozusagen elementar und ganz fundamental mal drauf zu schauen, was eigentlich passiert, wenn wir die Felle an den Trommeln in die eine Richtung oder in die andere Richtung stimmen. Um das besonders deutlich zu machen, beginnen wir mal mit der großen Trommel, wo wir keine Stimmschlüssel brauchen, sondern wo die Stimmschlüssel an der Trommel schon eingebaut sind. Nämlich hier sieht man, dass die Schrauben, die haben hier richtig diese, das sind richtige Flügelschrauben, die man drehen kann. Und wenn man die dreht und sozusagen die Schraube weiter hier reinführt, dann zieht die Schraube oder ziehen alle Schrauben diesen Reif hier weiter Richtung Kessel und drücken somit auf das Fell. Und dadurch wird die Spannung auf dem Fell erhöht. Wir haben jetzt heute mal eine große Trommel mitgebracht, die ziemlich üblich und typisch ist für deutsche Orchester. Und zwar sehen wir hier auf der einen Seite ein Naturfell und auf der anderen Seite sehen wir aber ein Plastikfell. Und das ist gar nicht so unüblich. Das ist zwar nicht mehr unbedingt das Modernste, was man macht, aber es ist trotzdem eine Art, wie große Trommeln mit Fellen bespannt sein können. Grundsätzlich muss man sich überlegen, die große Trommel, die heißt natürlich große Trommel, weil sie besonders groß ist. Was bedeutet, physikalisch gesprochen, dass sie auch etwas tiefer klingt. Und auch da fangen schon an, die Geschmäcker sich zu unterscheiden. Nämlich manche möchten wirklich einen sehr, sehr tiefen Klang erzeugen, der wirklich nicht definierbar ist in der Tonhöhe, sodass man tatsächlich einen klaren Unterschied auch zur Pauke hat. Macht euch nochmal bewusst, dass bei der Pauke wirklich ein Ton herauskommen soll. Daher gibt es, wie der Physik, auch nur ein Schlagfell. Es gibt kein Resonanzfell bei der Pauke. Ja? Sonst müsste man die nämlich genau aufeinander abstimmen und man hätte das Problem, dass es halt zwei Fälle sein müssen, die den identischen Grundton produzieren. Bei der großen Trommel hat man ja schon zwei Fälle. Man möchte also nicht unbedingt, dass die gleich klingen. Und wenn man einen besonders tiefen Klang möchte, dann muss man die Fellspannung halt ziemlich niedrig halten. Wenn man also den Klang oder die Klanghöhe bestimmen möchte, sollte man erstmal beim Resonanzfell beginnen. Das ist auch etwas, was ich immer mache, dass ich erstmal checke, wie ist das Resonanzfell überhaupt gespannt? Welche Spannung hat es? Mit viel Erfahrung kann man das durch ein bisschen Tasten oder wie durch Drücken herausspüren, welche Spannung auf dem Fell herrscht. Dann ist es meistens so, dass natürlich neue Fälle ein anderes Spannungsverhältnis, ein anderes Spannungsverhalten haben als schon ältere Fälle. Bei älteren Fällen ist es oft so, dass man deutlich mehr Druck auf die Schrauben ausüben muss, damit eine gewisse Fellspannung überhaupt zustande kommt. Und bei neueren Fällen ist es manchmal so, dass sie sich nach ein paar Tagen nochmal neu justieren, ne? Dass also der erste Druck, der auf dieses Fell ausgeübt wird, dann nochmal verteilt und dann muss man nochmal nachstimmen. Bei Plastikfällen ist es so, dass die mehr oder weniger konstant bleiben in der Spannung, in ihrer Klang- und Tonhöhe. Bei Naturfällen ist es so, dass die viel mehr durch äußere Einflüsse auch beeinflusst werden. Also das Wetter hat einen großen Einfluss darauf, ob das Naturfell am einen Tag noch genauso klingt wie am zweiten Tag. Und deshalb lohnt es sich gerade bei Naturfällen immer wieder nachzuschauen, auf welcher Höhe man sich gerade befindet. Bei Plastikfällen ist es nicht so wahnsinnig wichtig, zumal wir jetzt ein Plastikfell haben, was auf der Resonanzfellseite ist. Also das wird als Resonanzfell ja eigentlich gar
gar nicht gespielt. Also, dass sich da die Spannung verändert, ist selten. Und trotzdem lohnt sich es natürlich, weil auch der Reif hier zum Beispiel aus Holz ist, sind alles natürliche Materialien, die da noch dazukommen. Es lohnt sich trotzdem, immer wieder mal den Klang zu überprüfen. Gerade bei großen Trommeln ist es ja so, dass man manchmal wirklich nur Einzelschläge hat. Dann gibt es jetzt eben den Geschmack, dass dieser Einzelschlag möglichst tief und möglichst lange klingen soll. Dann gibt es die traditionelle Marschmusik, aus der ja die große Trommel ursprünglich eigentlich stammt, wenn man wieder an die Janitscharen denkt, die sozusagen mit der Davul, mit dieser türkischen großen Trommel, eigentlich nach Europa eingefallen sind und diese Instrumente mitgebracht haben. Die Davul war viel kleiner und wurde vorm Bauch getragen. Inzwischen ist die große Trommel im Orchester natürlich viel größer geworden und das hier ist noch längst nicht die größte. Trotzdem wird damit ja auch manchmal marschähnlicher Musik gespielt, beziehungsweise überhaupt Märsche gespielt oder selbst nur rhythmische Sachen. Da müsste das dann wieder ein bisschen knackiger klingen, was bedeutet, dass das Resonanzfell nicht so lange mitschwingen oder nachschwingen soll. Und dann gibt es so besondere Sachen wie zum Beispiel das Trommelsolo zur Anrufung der Erde, das Trommelsolo aus Le Sacre du Printemps, wo man sehr, sehr knackig, sehr schnellen Rhythmus, der verständlich sein muss, spielen muss. Und alle diese Dinge, also welchen Kontext haben wir, das spielt eine immense Rolle bei der Stimmung der Fälle. Wenn ich ein neues Fell oder überhaupt eine neue große Trommel kennenlerne oder wenn meine Probe beginnt, dann bin ich immer eine halbe Stunde vorher da, checke die Spannung des Fells und im Normalfall drehe ich alle Schrauben nochmal auf Null, sodass wirklich die Fellspannung nochmal heruntergedreht ist. Das muss man beim Resonanzfell nicht unbedingt machen, weil ich sagte, ja, also vor allem, wenn es ein Plastikfell ist, das wird erstens weniger gespielt und verändert deshalb die Spannung weniger. Und zweitens, gerade bei Plastikfällen ist die Spannung recht gleich, vor allem, wenn das Instrument im gleichen Raum sich befindet. Wenn man jetzt mit einem Orchester auf Tournee ist, dann sollte man immer die Spannung nochmal überprüfen, ja? Okay, jetzt spiele ich mal gerade, wie das Fell momentan so gestimmt ist. Man muss natürlich immer wissen, wenn man die eine Seite schlägt, klingt die andere Seite mit ein Stück weit, aber man spürt trotzdem jetzt auf dieser Seite schon, welche Spannung dieses Fell hat. Und dass der Ton an sich recht lange trägt. Jetzt würde ich mal versuchen, dass man diesen Ton vielleicht etwas verkürzt. Also ich drehe jetzt einmal die kompletten Schrauben alle auf ein Nullniveau, sodass sie den Reif gar nicht mehr richtig greifen und keine Spannung mehr auf den Reif ausüben. Das macht man auch immer über Kreuz. Gleichzeitig oder nacheinander. Im Übrigen ist es auch ein sehr gutes Mittel, um mal wieder zu überprüfen, ob die Schrauben alle noch gut geölt sind, ob der Reif noch gerade ist. Also es ist einfach so ein Rundum-Check, ein ganz schneller Rundum-Check, ob mit der Trommel eigentlich alles in Ordnung ist. So, ja? Jetzt habe ich also alle Schrauben auf einem Niveau, wo die im Prinzip sich so leicht frei bewegen können über dem Ring. Das heißt, es ist jetzt, also wird von den Schrauben aus kein Druck mehr auf das Fell ausgeübt. Jetzt mache ich etwas, was man vor allem bei Naturfällen machen muss. Bei Plastikfällen muss man das nicht unbedingt machen, aber ich drücke einmal kräftig in die Mitte, damit sich das Fell nochmal neu zentrieren kann. Ja? Also das heißt, wir versuchen jetzt überall einen Ausgleich zu schaffen, dass überall an den Schraubenenden der gleiche Druck herrscht. Und wenn ich jetzt mal Fell anspiele, dann hört man, dass der Ton weg ist eigentlich. Ja? Also man hört jetzt nur noch das Flattern, das heißt, das Fell ist total lose und locker. Jetzt drehe ich alle Schrauben mal so eine halbe oder eine Viertelumdrehung, sodass die gerade greifen. Und da geht es jetzt nämlich schon los. Also gerade bei der großen Trommel ist es so, dass man über die Jahre hinweg so ein bisschen ein Gespür entwickelt dafür, dass die Schrauben alle den gleichen Druck ausüben. Also das liegt eher in den Fingern. Das kann man gar nicht so sehr an der absoluten Anzahl der Umdrehungen festmachen, sondern vielmehr daran, wie sich das anfühlt, während man das macht. Und das ist auch eine Aufgabe, die ich euch jetzt für die nächsten Wochen geben möchte, dass ihr einfach mal versucht, bei Plastikfelltrommeln
Schrauben komplett zu lösen, das Fell absolut zu lockern und dann nochmal neu von vorne so zu stimmen, dass die Schrauben gerade greifen. Ja? Dass man jetzt, also jetzt ist dieser Spielraum, den die Schrauben hatten, als sie gar nicht gegriffen haben, der ist jetzt gerade weg. Ja? Aber die üben immer noch keinen großen Druck aus. Es ist nur so, dass der Reif jetzt wieder fest sitzt. Okay? Jetzt kann man nochmal in die Mitte drücken und wir können mal überprüfen, was sozusagen, das wäre jetzt so ein Nullniveau, was dieses Nullniveau für einen Klang ergibt. Und da hört man immer noch ein Flattern. Das bedeutet für mich jetzt, dass bei einem Nullniveau das Fell noch zu sehr durchhängt. Weil dieses Klappern, das möchten wir unbedingt vermeiden. Also das ist ein Nebengeräusch, was wir eigentlich nicht brauchen. Ja, das ist nicht gewollt. Insofern müssten wir jetzt die Schrauben weiter andrehen. Unter uns gesagt ist dieses Flattern aber eigentlich schon ein Anzeichen dafür, dass das Fell wahrscheinlich zu alt ist. Weil wenn die Schrauben schon greifen und einen gewissen Druck ausüben, dann müsste das Nullniveau irgendeinen Klang schon geben. Und wenn dieses Flattern noch dabei ist, ist es für mich so ein erstes Anzeichen dafür, dass man sagt, okay, vielleicht legen wir da mal wieder ein neues Fell zu. Okay, jetzt drehe ich also mal, versuche gleichmäßig weiter zu drehen, ja, sodass ich überall gleichermaßen wieder über Kreuz den Druck auf den Spannreifen erhöhe. Gleichmäßig wohlgemerkt. Das ist übrigens auch bei Plastikfellen noch viel wichtiger als bei Naturfellen, weil Plastikfelle, also dieses starre Material, viel weniger ausgleicht als Naturfell. Naturfell bewegt sich dann so ein bisschen und gleicht automatisch ein bisschen mehr aus. Ja? Jetzt habe ich die Spannung noch mehr erhöht und versuche nochmal einen Klang herauszuholen. Und jetzt merkt man schon, jetzt kommt ein extrem tiefer, eigentlich lang klingender Ton heraus, der sozusagen der im Kessel drin bleibt. Ja? Und das ist die Funktion eines Resonanzfells. Das heißt, Tonhöhe bestimmen, beziehungsweise Klanghöhe bestimmen und zweitens die Länge des Klanges mitbestimmen. Das Resonanzfeld steht dann in einem Schwingungsverhältnis zum Schlagfell. Das heißt, wie lange der Klang dann ist und wie weit der von dem Schlagklang abfällt, das können wir dann über Schlagfell regeln. Ich werde jetzt mal, weil der Klang sehr tief ist momentan noch und der Druck eigentlich sehr locker ist, noch ein bisschen mehr die Spannung erhöhen. Aber ihr seht, dass die Schrauben eigentlich noch nicht mal eine ganze Umdrehung eingedreht worden sind auf diesen Reif. Ja, das heißt, der Druck auf den Reif bzw. vom Reif auf das Fell ist momentan noch sehr gering. Man könnte noch viel mehr Druck ausüben. Und man sieht das auch hier, die Schrauben, die haben noch ganz, ganz viel Spielraum. Ne? Man könnte also noch viel höheren Druck ausüben. Die Frage ist, ob das dann gesund oder gewollt ist. Aber man könnte mehr Druck ausüben noch. Ja? Okay, jetzt habe ich mal das hier als Grundklang für die große Trommel. Je lauter ich spiele, desto mehr flattert es momentan noch. Ja, man hört, dass es noch zu sehr flattert, ein bisschen zu sehr mitschwingt. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen mehr drauf und alles immer mit versuchen, mit dem Gespür zu machen. Ja? Also das ist natürlich eine menschliche Art, das zu messen. Es gibt da auch Geräte, die wirklich den absoluten Druck genau an der Schraube messen. Aber ich finde, dass zur Musik immer ein Stück weit Menschlichkeit auch dazugehört. Und das ist es wirklich wert, das mal auszutesten und zu trainieren, dass ihr versucht, in beiden Händen ein ähnliches Druckempfinden zu haben. Okay, so, jetzt haben wir eigentlich einen schönen, tiefen, lang klingenden Fellklang für das Resonanzfell auf dieser Seite. Ja? Und jetzt drehen wir einmal auf die nächste Seite, auf das Schlagfell um. Das Schlagfell ist jetzt ein Naturfell, lebt also viel mehr, verändert sich auch viel mehr. Und andererseits gleicht es aber eben Spannungen, unterschiedliche Spannungen besser aus, weil es so dehnbar und so flexibel ist. Das heißt, wenn da eine Schraube minimal höher ist als die andere, dann ist das gar nicht so tragisch, zumal wir ja eh keinen klaren, eintönigen Ton haben wollen, eindeutigen Ton haben wollen. Und trotzdem ist es eben das Fell, was am meisten angepasst werden muss, den äußeren Umständen oder eben dem Kontext, dem musikalischen Kontext, den man zu spielen hat. Also hat man leise, lange Schläge, hat man kurze, knackige, laute Schläge oder
irgendwas dazwischen, also eine marschrhythmische Begleitung oder so. Ja? Das heißt, es kommt immer auf den Kontext an, wie man dieses Fell stimmen möchte. Und dann eben auf die Präferenz, ob man es lieber etwas tiefer haben möchte oder also beziehungsweise auch vom Anschlag her etwas weicher haben möchte oder möchte man wirklich einen knackigen Anschlag mit viel Attacke am Anfang haben. Das sind alles Sachen, die man selber für sich entscheiden muss und die man vielleicht auch in den Kontext stellen kann. Grundsätzlich würde ich es so machen, dass ich das Schlagfell immer etwas höher stimme als das Resonanzfell. Wenn das Resonanzfell nämlich höher ist als das Schlagfell, dann gibt es im Klang so ein seltsames Glissando nach oben. Das ist natürlich auch Geschmackssache, das gefällt mir jetzt halt persönlich nicht so. Und wenn die beiden Fälle absolut identisch gleich gestimmt sind, dann verstärken die ihre Schwingung gegenseitig und dann bleibt ein sehr langer Ton stehen. Man muss natürlich sowieso, es geht bei der großen Trommel ja nicht nur ums Schlagen, sondern es geht auch ums Dämpfen. Das heißt, da hat man nochmal Einfluss darauf, wie lange der Ton wirklich klingt. Aber trotz allem gibt es eine große Trommeleinstellung, die den Ton wie in so einem Kanal verlängert. Und das finde ich einfach persönlich keinen schönen Klang. Jetzt versuche ich mal, auch das Naturfell komplett runterzudrehen und dann zu schauen, wo ist da sozusagen unter Null. Also da merkt man auch, dass sich die Schrauben recht schnell lösen. Das bedeutet, da war jetzt noch nicht mal ein großer Druck drauf auf diesem Fell. Und wie gesagt, immer wenn ihr große Trommel spielt, es lohnt sich jeden Tag da mal drauf zu schauen und zu überprüfen, in welcher Stimmung befindet sich die große Trommel heute. Damit die große Trommel sich übrigens im Ruhezustand nicht zu sehr verändert, drehe ich die immer ein bisschen fester, als wenn ich sie spielen würde. Ja? Sodass also, wenn die äußeren Umstände trockener, heißer werden und das Fell die Spannung erhöhen möchte, hat es nicht mehr viel Spielraum. Also da gibt es nicht viel Möglichkeit, dass das Fell noch eine höhere Spannung bekommt. Ja? Wenn das Fell ganz lasch wäre und die Temperatur wird höher und Luftfeuchtigkeit wird deutlich trockener, dann geht das Fell natürlich wahnsinnig nach oben. Und das dann wieder runterzubringen auf einen tiefen Klang ist extrem schwer. Was ihr aber immer machen müsst oder immer darauf achten müsst, mit allen Instrumenten übrigens, ist, dass die nicht in der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, weil sonst natürlich so ein Fell auch reißen kann. Ja? Also wenn der Druck dann so hoch wird oder die Temperatur so hoch und die Feuchtigkeit so trocken, dass das Material angegriffen wird, dann kann es wirklich zu einem Riss kommen und dann ist es futsch. Ja? Also das heißt, so hoch darf die Spannung nicht werden. Ja. Wenn man es so draufschlägt, dann hört man es schon flattern. Ne? Das klingt auch fast so ein bisschen, als ob der Reif mit dem Holz, wo das Fell draufgezogen ist, als ob es damit reagieren würde, so ein bisschen. Ja? Also das ist deutlich zu tief. Ich ziehe also jetzt überall an den Schrauben mal so eine Viertelumdrehung an. Sozusagen, um das Nullniveau zu finden. Ja? Also wie klingt die große Trommel? Denn die Kessel Stärke und der Felddurchmesser, das spielt ja alles auch eine Rolle, was so die natürliche Stimmung von so einer Trommel ist. So, jetzt habe ich überall versucht, den mehr oder weniger gleichen Druck auszuüben und schau mal, was da für ein Klang rauskommt. Das klingt immerhin schon nach großer Trommel. Ja? Also man hört noch einen starken Unterschied zwischen dem Anschlagsgeräusch und dem Nachklang, aber das klingt schon schwer nach großer Trommel. Damit könnte man jetzt zum Beispiel schon mal arbeiten. Ja? Mir persönlich ist der Felldruck noch zu gering. Da lässt sich zu wenig mitmachen. Also ich würde den jetzt noch ein bisschen erhöhen und gehe überall mal noch mindestens eine Viertelumdrehung weiter. Auch mit dem Wunsch, also meinem persönlichen Wunsch, dass das Schlagfell ein bisschen höher sein sollte als das Resonanzfell. Ja? Jetzt habe ich überall mehr oder weniger den gleichen Druck wieder hergestellt und spiele nochmal mit dem Finger drauf. Ist immer noch ein recht tiefer Klang mit einem extrem langen Nachklang.
Wir können jetzt mal versuchen, dass wir diese Spannung mal lassen. Ich würde jetzt einmal zur Demonstration gerade das Resonanzfell wegdämpfen, während wir auf das Schlagfell draufspielen. Und man hört da, dass das Schlagfell an sich schon sehr lange klingt, eigentlich ohne dass das Resonanzfell mitschwingt. Dass die Stimmung immer noch recht tief ist eigentlich und aber trotzdem einen warmen Klang schon produziert. Ja? Und wenn ich jetzt mal nur das Resonanzfell spiele, dann ist es tiefer, es klingt ein bisschen metallischer wegen des Plastiks, also des anderen Materials, aber es ist ein bisschen tiefer und klingt gut im Verhältnis, denke ich. Ja? Okay, und jetzt würde ich mal versuchen, also der Klang ist immer noch extrem lange. Das heißt, wenn ich damit jetzt spielen müsste, muss ich dauernd versuchen zu dämpfen, beziehungsweise dann halt, wenn ich möchte, die Fellspannung dem Kontext noch anpassen. Jetzt nehme ich mal einen großen Trommelschlägel und spiele mal einen ganz einfachen, sage ich mal, Mezzo-Piano-Schlag in die Mitte. Und da hört man schon, dass das Anschlagsgeräusch alleine ist schon ein sehr schönes Geräusch und das Resonanzfeld, das resoniert gut und korreliert mit dem Klang zusammen. Ja? Das wäre jetzt für diesen Raum eigentlich ein sehr schöner großer Trommelklang, der ziemlich tief klingt, undefinierbare Tonhöhe hat und mit dem man wirklich arbeiten kann, wo es dann noch ums Dämpfen geht. Wenn man jetzt, wie gesagt, rhythmische Sachen spielen möchte, also müsste man die Fellspannung noch erhöhen, dann muss man wieder schauen, ob das Resonanzfell mit diesem Anschlagsgeräusch noch korreliert oder ob man auch das Resonanzfeld dann noch ändern müsste. Aber im Prinzip hat man jetzt einen schönen, satten, großen Trommelklang hergestellt. Der auch übrigens nicht zu lange nachklingt. Das ist ja auch meine Intention eigentlich. Ja? Okay, so viel zur großen Trommel.